Ich durfte für Sie unter anderem Dr. Schneider von der Rheumatologie der Charité Berlin interviewen zum Thema Myositiden. Sehr spannendes Interview. Ich habe viel für die Praxis mitgenommen und ich hoffe, das können Sie auch. Viel Spaß dabei. Ja, wir haben jetzt hier Dr. Udo Schneider, Leiter der stationären Rheumatologie der Charité. Vielen Dank für den Vortrag zu den Myositiden. Und ich würde mal ganz kalt einsteigen. Wir haben eine CK-Erhöhung in der Hausarztpraxis. Was ist zu tun? Okay, gut, aber auch schon gleich zum Einstieg komplexe Frage. Ja. Ich muss sagen, die Differentialdiagnose der CK-Erhöhung ist total breit. Also Myositis sollte da gedanklich relativ weit hinten stehen. Ja. Was viel weiter vorne kommt, ist praktisch Medikamententoxizität, Überlastung, 5 Kilometer zu viel gejoggt, dann aber sowas wie endokrinologische Differentialdiagnosen, also beispielsweise Hypo- oder auch Hyperthyreose, muss auch mal einfach die Nerven bewahren, die CK vielleicht nach ein paar Tagen ohne Training oder Belastung kontrollieren, die Medikation durchgehen, gibt es irgendwas, was man absetzen bzw. pausieren könnte. Ja. Und einfach durch die Laborkontrolle hat man dann manchmal das Problem schon gelöst. Ja. Und erst wenn die CK wiederholt erhöht ist und dann vielleicht auch noch eine Klinik dazukommt, also Leitsymptom der Myositiden beispielsweise, so wäre die proximal betonte Muskelschwäche, erst dann ist es eigentlich gerechtfertigt, weiterführende Diagnostik in die Richtung zu unternehmen. Und nur ganz kurz, umgekehrt war eine Frage auch jetzt aus dem Auditorium, wenn die CK nicht erhöht ist, kann trotzdem eine Myositis dahinter stecken, oder? Ja, also im Labor ist es schon das Leitsymptom, der häufigste Parameter, der dann in Richtung Myositis geht. Aber es gibt tatsächlich sogenannte amyopathische Myositiden. Klingt ja wie ein Widerspruch an sich, aber das sind dann Patienten, die beispielsweise doch an der Haut oder vor allem auch in der Lunge etwas haben können. Ja. Das heißt ganz klar, die normale CK schließt eine Erkrankung aus dem Bereich der Myositiden keinesfalls aus. Okay, super. Da habe ich schon mal viel mitgenommen. Die nächste Frage ist die Polymyositis. Das ist so das, was mir aus dem Studium so ganz klassisch irgendwie noch so in Erinnerung geblieben ist, wo ich immer dran denke. So einfach ist es aber gar nicht, haben Sie im Vortrag gesagt. Das heißt, es gibt da auch noch verschiedene Unterformen quasi. Also es ist nicht so ganz eindeutig, oder? Ja, genau. Es ist so, die gängigen Klassifikationskriterien unterscheiden immer noch zwischen der Dermatomyositis und der Polymyositis. Mhm. Und im Grunde genommen kann man sagen, es ist aber eine starke Vereinfachung nach diesen Kriterien. Wer nichts an der Haut hat, hat eine Polymyositis. Und mittlerweile hat man innerhalb dieser Gruppe, die man historisch Polymyositis genannt hat, verschiedene Subgruppen. Ja. Das heißt, für uns Hausärztinnen und Hausärzte ist es erstmal klar wichtig, das überhaupt zu erkennen, dass was nicht stimmt. Dann geht es natürlich zum Experten, wenn wir jetzt in der Therapie sind. Sie haben gesagt, Corticosteroide sind eben die Basic. Es gibt natürlich einige Therapiemöglichkeiten, die man hinzuzieht. Was kann ich jetzt als Hausarzt oder als Hausärztin tun? Kann ich Therapien überhaupt begleiten, quasi mit dem Corticosteroid oder direkt wieder zum Experten? Na, mit dem Zugang zum Experten ist ja so eine Sache. Ja, man kriegt ja jetzt nicht irgendwie ad hoc so einen Termin bei jemandem. Also ich muss auch sagen, selbst innerhalb der Rheumatologie kennt sich jetzt im fachärztlichen Bereich nicht jede oder jeder wahnsinnig gut mit Myositiden aus. Das heißt, der Zugang ist ja nicht ganz so einfach und von daher glaube ich schon, da eine Menge dran hängt. Mhm. Es ist schon sinnvoll, da in einem Zentrum den Patienten vorzustellen und dann auch die Diagnostik einmal am Anfang komplett zu machen oder auch zu stratifizieren. Es gibt ja Myositis-Formen, die mit schweren Lungenbeteiligungen oder mit einer gewissen Malignitätsassoziation einhergehen. Das muss man sicher einmal sauber klären. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich kriege aber ad hoc keinen Termin und der Patient ist jetzt nicht so krank, dass er primär stationär sofort muss, dann finde ich, ist es schon gerechtfertigt, bei einer hohen CK und insbesondere bei einer signifikanten Mobilitätseinschränkung zumindest mal probatorisch mit Glukokortikoiden anzubehandeln, aber das würde ich zeitlich Jetzt kommt die große Frage, wie würden Sie da reingehen? Nur ganz kurz, so mal als Empfehlung, das ist natürlich eine gemeine Frage. Aber. Ja, also sagen wir mal, bei den Patienten, die wir dann sehen, schon in der Regel mit so 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. Ja. Aber da ist mir natürlich lieber, ich habe den Patienten selber gesehen, weil die Glukokortikoide bei manchen Patienten auch kurzfristig einen ganzen Blumenstrauß an Nebenwirkungen haben und dann auch die Diagnostik komplexer wird, dann kommt der Patient irgendwo hin, die CK ist weg oder in der Histologie findet man nichts und muss sich dann natürlich fragen,
wenn der vortherapiert ist, welchen Einfluss hat es darauf und habe ich nur die Symptome oder die Histologie zwischenzeitlich geschönt, ohne das Problem zu lösen. Klar. Das heißt also, wir sehen, die Myositiden, vor denen wir wahrscheinlich alle als Hausärztinnen und Hausärzte auch so ein bisschen Respekt haben, ist gar nicht so schwer zu diagnostizieren, wenn man den richtigen Experten an der Hand hat, einen Termin hat, und dann kann man es auch ganz gut behandeln, je nach Subform, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, also sagen wir mal, da spielen auch gängige Immunsuppressiva wie Methotrexat, Azathioprin spielen für die leichteren Fälle durchaus eine Rolle, und dann gibt es auch zum Teil sehr erfreuliche Outcomes, und für die schwereren Fälle gibt es mittlerweile auch viele Therapieoptionen. Es gibt beispielsweise für die Dermatomyositiden auch eine Zulassung für die IV-Immunglobuline, für schwere Lungenmanifestationen. Bei Antisynthetase spielt das Rituximab eine gewisse Rolle, sodass es uns gelingt, viele Patienten deutlich zu bessern, zu heilen vielleicht leider erstmal nicht. Es sind chronische Erkrankungen mit einer gewissen Rezidivfreudigkeit, aber in dem Bereich bewegt sich eine Menge. Super, vielen Dank, Herr Dr. Schneider, und ja, noch einen tollen Kongress Ihnen.